Liebe Anna, vielen Dank, dass du da bist. Du warst ja verantwortlich für Konzeption und Inhalt dieser Wandbiografie und des Audioguides. Erzähl doch mal ein bisschen, wie du da vorgegangen bist. Bei der Wandbiografie war ich in Kontakt mit den Kuratoren natürlich und bin von sehr umfangreichen Biografien ausgegangen. Die ist auch jetzt recht umfangreich geblieben, aber da war schon einiges an Reduktion notwendig. Und also erstmal haben wir die Biografie aufgeteilt in verschiedene Stränge. Die besteht ja jetzt aus einem mittleren Strang, die sich auf das Werk Gauguins bezieht und auf seine Karriere als Künstler. Und dazu gibt es dann andere Stränge zu Familie und Privates, gibt es einen Strang und eins zu seinen Reisen und Wohnorten. Und ganz zu oberst gibt es Zitate von Gauguin selber, was sich äußert zu der Lebensphase ungefähr. Und also diese Stränge haben wir ausgearbeitet, bestimmte biografische Fakten ausgewählt dazu und Bilder, die dazu passen. Und die Bilder, die sind aus der Zeit, das sind Fotografien oder Grafiken aus der Zeit, die dann damit zusammenspielen. Beim Buch ist es so, dass wir da stärker auf sein Werk und seine Arbeitsweise eingehen und vor allem anhand von Bildern und Animationen zeigen, wie er gearbeitet hat. Also da werden dann auch Skizzen gezeigt und Fotografien, von denen er ausgegangen ist. Und dazu gibt es dann eben auch Zitate von Gauguin, wo er sich dazu äußert, wie er gearbeitet hat. Und die stehen manchmal so ein bisschen im Kontrast zu dem, was wirklich tatsächlich geschehen ist. Also wenn er von der Fotografie ausgegangen ist, hat er nicht immer erzählt, dass das tatsächlich so war, sondern er hat eine Geschichte dazu erfunden. Also auch durchaus ein zwiespältiger oder ein illustrer Mensch. Ja, ich denke schon. Also er hat natürlich auch selber so ein Image von sich aufgebaut und spannende Geschichten erzählt. Und er hat ja auch viel geschrieben, also das gehörte dazu, zu seinem Werk. Und so das im Zusammenspielen mit den Gemälden und Skizzen zu sehen, ist sehr spannend, denke ich. Das zeigen die Bücher. Wir haben jetzt zum ersten Mal auch einen Kinder-Audio-Guide, den ihr konzipiert habt. Was war da die Herausforderung? Was sind die Unterschiede vielleicht von einem Audio-Guide für Erwachsene und einem für Kinder? Bei den Erwachsenen gehen wir stärker von den Werken aus und das sind Werkbeschreibungen kombiniert mit biografischen Fakten. Bei dem Kinderguide geht es mehr darum, ja, wie ist der Künstler vorgegangen, was hat er da überhaupt gemacht, welche Materialien hat er verwendet, welche Werkzeuge, was war überhaupt ein Künstler zu der Zeit, wie hat er gelebt, also so ein bisschen mehr ausgehend von der Person und wie die gelebt hat und geschaffen hat und ja, so ein bisschen gemischt dann auch mit versuchen, Dinge zu entdecken in den Gemälden und nicht unbedingt zu sagen, ja, genau so ist es, sondern Fragen zu stellen und die Kinder dazu zu bringen, selber viel zu entdecken und auch klar zu machen, Gauguin erzählt Geschichten mit seinen Bildern und jeder hat die Möglichkeit, diese Geschichten selber zu interpretieren und auch selber Geschichten sich auszudenken, weil es ist nicht immer eins zu eins klar, was gemeint ist. Was hast du jetzt persönlich entdeckt an dieser Figur Gauguin oder über die Zeit, in der er gelebt hat? Also ich kannte Gauguin vorher schon, seine Gemälde, aber nicht sein schriftliches Werk so gut. Und da habe ich einiges entdeckt. Und ja, habe schon gemerkt, dass er eine recht, ja, also dass er selber es sehr wohl wusste, sich selbst zu präsentieren und auch durch sein schriftliches Werk eben ein bestimmtes Bild von sich zu schaffen. Und das kannte ich vorher nicht. Ja. Super, vielen Dank. Danke.